Hey Leute, ich bin's Phil und heute habe ich mal wieder eine richtig krasse Troll-Welt in Minecraft zugeschickt bekommen. Es ist wirklich so eine Welt, mit fast mehr Trolls geht wirklich nicht. Und ja, da muss ich insgesamt 10 Dias finden. Und ob ich das schaffe, keine Ahnung, Leute. Es gibt verschiedene Biome. Da vorne sehe ich schon mal eine Stadt. Hier gibt es ein Winterbiom, einen Dschungel. Da vorne ein ganz normaler Berg, also fast alles hier. Und da sind halt ganz, ganz viele Trolls versteckt und halt unter anderem 10 Diamanten, die ich halt alle finden muss. Und so gut wie möglich auch den Trolls ausweichen muss. Also Leute, falls ihr mehr von sowas sehen wollt, lasst gerne mal ein Like da. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das jetzt mal gerne machen, um keine weiteren solche coolen Troll-Maps zu verpassen. Und jetzt würde ich sagen, kann das Experiment, wie es hier steht, gleich mal losgehen. Let's go! Ich bin auf der Map gespawnt. Ich kann sogar Sachen craften und so weiter, wurde mir erzählt. Ich bin in der Stadt gespawnt. Ich glaube, das sieht echt, also wird echt etwas schwieriger, vor allem, weil die Map nicht gerade klein ist. Ich suche hier mal alles ab. Vielleicht ist ja da schon mal was drin. Ich brauche ja Dias. Aber stimmt, es gibt auch Trolls, also es kann überall auch was passieren. Und gerade da, wo ich es erwähne, einfach mal die ganze Decke stürzt ein. Das ist der erste Troll. Steht da, wie oft ich dann an Troll sterbe? Bitte nicht. Ein Herz und ja, okay, also da ist schon mal eingestürzt. Kann ich jetzt noch zu den Kisten? Ich kann Dinge abbauen. Moment, kann ich vielleicht dann doch noch zu den Kisten? Ist da ein Hebel vielleicht drin? Sollen die Fackel verwirren? Ich nehme mal eine Spitzhacke mit und eine Schaufel und eine Axt. Vielleicht brauche ich das ja. Okay, wo kann ich noch rein? Hier in das Haus. Da geht es nach unten. Also es sind... Hier geht es in ein paar Räume. Oh nein, ich will nicht alles öffnen. Warum sind da überall die gleichen Sachen drin? Also ich glaube, in dem Raum ist nichts. Vielleicht in dem unteren. Ja, da kann auch was sein. Es brennt hier sogar. Oh. Es brennt. Oh, da ist eine Kiste. Ich habe ein Dia. Endlich, Leute. Okay, was heißt endlich? Aber ich glaube mal, das ist der einzige, hoffentlich, Dia in der Stadt hier, in dem Part. Das hat sich da einfach durchgebrannt. Aber bisher wurde ich echt noch nicht oft getrollt. So, da ist was drin. Ein Troll? Kein Troll. Sogar eine Hacke. Oh, Essen kann ich ruhig mal gebrauchen. Muss natürlich auch was essen. Und was... Nein, daran habe ich gar nicht mal gedacht. Das Essen, eine ganz normale Karotte, gibt einem Wither 2 und Übelkeit 2. So, hier ist ein Wasserfall. Ich muss erstmal wieder warten, bis ich klar bin. Wow, jetzt bin ich auf 2 Herzen. So war das nicht geplant. So, hier unterm Eis vielleicht. Da kann man auch immer gerne was verstecken. Oder bei dem... Wo bin ich jetzt gerade reingefallen? Hier? Wo war das? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Irgendwo hier... Aber ich will jetzt eigentlich mal den Wasserfall runter. Okay, da steht ein Schild. Free Diamond. Oh mein, ich wäre da fast reingelaufen. Ah, da kann man also sogar durch Wände durchlaufen. Und da unten, da ist eine ganz riesige tiefe Falle. Und da geht es einfach nicht mehr hoch. Ja, super, dass die Leitern hier weggemacht wurden. Dankeschön, lieber Ersteller. Aber die Leitern, die gehen auch nicht nach oben. Die gehen einfach komplett weg und Lava wird erstellt. Oh nein, okay, also es gibt echt so viele Trolls. Da fliege ich auch nicht mehr rein. So, hier. Hier. Free Diamond. Als ob das jetzt ernsthaft ein Free Diamond war. Und ich gehe extra noch raus und verstecke mich vor dem Diamond, der da rauskommt. So, das mache ich jetzt nochmal richtig. Da kommt der Diamond raus. Nice, Leute. 2 Stück habe ich jetzt schon. 8 fehlen mir noch. Und hier unten geht's weiter. Aber ich glaube mal wohl kaum, dass... Gut, hier sind ein paar Trolls, aber ich glaube wohl kaum, dass da noch der Dia unten versteckt ist. So, ich gehe mal weiter nach hinten. Da war der Wasserfall. So, hier kann überall unten drunter klar ein Troll sein, aber auch ein Dia. Deswegen muss ich leider überall langlaufen. Auf den Bäumen natürlich kann es auch sein. Ich habe halt erst 2 von 10. Und da gibt es eine riesige Dschungellandschaft. Die ist auch nicht... Ja, da kann man halt überall was verstecken. Oh, hier, da drin. Ich glaube, ich weiß, was ich zu tun habe. Das sieht doch echt chillig aus. Ist da jetzt hoffentlich ein Dia drin? Da, ja, da drin ist jetzt kein Dia mehr. Ne, da war auch nie einer zu finden. Oh, und da geht's in eine Höhle runter. Was es nicht alles gibt hier. Direkt neben dem Haus. Wo geht's da jetzt lang? Und da könnte ja schon überall was versteckt sein. Oder ein Troll. Oh nein, es gibt, geht in verschiedene Richtungen. Hier ist eine... Kiste, die ich nicht erreichen konnte. Da will ich jetzt nochmal hin. Ich glaube, vielleicht ist da der Dia drin, vor dem Troll. Ich kann den Trolls ausweichen, so ein bisschen.
So, hier rein. Oh nein, das war schon zu nah. Man hat hier extra Eis, dass man da dran schwebt. Und warum sterbe ich so schnell? Ich habe noch nicht mal die Kiste erreichen können. Doch mal da drauf. Keine Chance. Weg da bitte. So, es geht weiter. Und ich höre auch jetzt Zombies kommen. Oh, was ist das? Ein Yeti? Das ist eine Yeti-Höhle hier. Oh mein Gott, und es kommen nicht nur... Da kommt nicht nur einer raus, da kommen einfach ein paar raus. Okay, ich habe mir die immer stärker vorgestellt. Alle down. Perfekt, es geht weiter. So, da muss jetzt mein Dia sein. Ich gehe da nicht runter. Und da ist der Dia drin. Den habe ich mir verdient, Leute. Fishing Rod. Gibt es da sogar auch noch. Okay. Aber ich glaube mal, ist wirklich alles so... Da war die Pfeilfalle. Das muss... Das ist natürlich auch noch eine Pfeilfalle. Da, Leute, gehe ich nicht mehr rein. Drei Stück habe ich. Und jetzt geht's weiter. Vielleicht mal in die Richtung. Oh, da vorne. Was gibt's da? Ein kleiner Tempel. Ich könnte mir vorstellen, auf dem Baum da oben ist auch was drauf. Aber ich gehe jetzt erstmal zum Tempel. Leute, solche Maps sind wirklich so nice gemacht. Man weiß nicht, was hier also einen erwartet. Überall könnte Troll sein. Überall könnte halt auch der Dia-Mann versteckt sein. Und das ist doch schon anders. Ja, da kann ich nicht drüber laufen. Das sehe ich doch schon, dass da unten drunter eine Falle ist. Aber was? Ist dann... Ich bin schon reingelaufen. Nein, das ist überall Treibsand. Aber ich glaube mal, keine Kiste irgendwie. Da geht es noch um die Ecke. Die Falle ist echt ziemlich groß. So, was gibt es hier? Lavalöcher. Aber es geht auch hier in den Tempel runter. Und vielleicht... Ich habe es überlebt. War da irgendeine Treppe irgendwie aus Barrier Blocks? Oder hat mich einfach so fallen lassen? Vielleicht war das auch diesmal nur meine Schuld. Hier lang. Oh mein Gott. Da kommen ganz viele Creeper. Ich dachte extra, weil da so zwei andere Steine dunkel war, dass ich da nicht reinfliegen oder dass ich da reinfliegen werde. Aber nicht, dass da überall eine Falle ist. Okay, das war vorher echt meine Schuld. Wie... Ah, da geht... Jetzt habe ich nochmal einen anderen Gang gesehen. Jetzt bin ich aber nochmal durch eine Treppe durchgeflogen. Also da geht schon mal nicht rein. Hier irgendwo. Da geht es in verschiedene Richtungen. Aber vielleicht ist hier. Bitte lass mich hier den Dia finden. Oh nein. Nein, vielleicht muss ich da ganz weit nach vorne springen. Und dann die Falle ausweichen. Jawohl. Und dann da rein. Ja gut, das hat nicht gereicht. Aber da ist tatsächlich der Dia drin. Ich bin zwar ein paar Mal dadurch gestorben, aber ich schaue nochmal, ob hier was ist. Nämlich auch nochmal eine Falle, aber mit einem weiteren Dia. Wo geht's da jetzt nochmal lang? Okay, hier geht's nirgendwo lang. Aber zwei Dias in einem Tempel. Jetzt habe ich fünf Stück insgesamt. Was sind das für viele komische Monster? Links war ich auch schon. Oh, das ist zu. Jetzt geht's aber noch hier lang. Nicht irgendwie... Da ist nämlich eine Falle. Oh ja, da kann ich nicht... Da kann man reinfliegen. Und ich sehe nochmal was. Ein Dia. Kann ich den so abbauen? Geht ja eigentlich, ne? Dann habe ich einen... Jetzt hätte ich einen Dia dafür bekommen, aber ich wurde explodiert. So einfach geben die mir den nicht. Aber dann lasse ich jetzt erstmal mit dem Tempel. Und gehe dann vielleicht nochmal... Ja, diesmal Richtung da vorne oder Richtung Dschungel erstmal. Dschungel möchte ich mir anschauen. Es ist so viel platziert hier. Also ich glaube mal, bis man die komplette Map ausgecheckt hat, da geht auf jeden Fall so ein bisschen was. Da ist ein Tempel und da kann ich wiederum reinspringen. Oh, da oben ist eine Kiste. Die kann ich mal vielleicht, komm, da schwimme ich nochmal nach oben. Kein Troll, das sieht mir nicht nach einem Troll aus. Secrets, also in den Vulkan rein. Ist das ein Vulkan vielleicht? Also werde ich mal ganz runter springen vielleicht. Ist das hier ein Vulkan oder war das nur ein Tempel? Ich werde auf jeden Fall mal reintauchen. Vielleicht finde ich ja was. Da geht's weiter. Natürlich kommt ein Skelett direkt. Und da vorne ein Skelett mit verzaubertem Bogen. Oh je, ich habe 2,5 Herzen. Da geht's rein. Aber da ist bestimmt auch der Dia. Ne, da ist kein Dia, ein Goldapfel. Oh, das Wasser sinkt. Nein, da ist nochmal eine Kiste. Da ist der Dia, ich habe ihn gefunden. Oh, zum Glück. Vielleicht hätte ich da gar nicht nochmal nachgeschaut. So, wenn der Raum nicht wäre mit dem Wasser. Hier bei diesem Tempel habe ich einen bekommen. So bei dem Sandtempel da vorne. Dschungel noch nicht wirklich nachgeschaut. Also bei den Häusern auch, aber wo ich noch nicht war. Und mir fehlen ja noch ein paar Dias. Ist hier bei der Steinlandschaft. Vielleicht kann ja da noch was versteckt sein. Also sollte das vielleicht der Vulkan sein? Ich glaube mal, hier auf der Seite ist nichts. Da muss ich mal weiter nach oben. Vielleicht fliege ich jetzt auch so irgendwo plötzlich ganz tief rein. Aber ich glaube mal, dazu muss ich... Hier nach oben.
Okay, das ist auf jeden Fall Lava. Also ich glaube mal, da sollte ich reinspringen. Ja komm, da springe ich jetzt einfach mal rein. Und es hat... Nein, es hat nicht geklappt. Aber irgendwo muss es da was geben. Oh Moment, da gibt es einen Eingang. Ganz normal von vorne. Und was ich gerade beim Rüberschwimmen gemerkt habe, da ist eine Unterwasserhöhle. Also da kann ich gleich auch nochmal rein. Es geht hier weiter und da erstmal nach unten. Soll ich die ganz normale Leiter benutzen? Das geht. Da kann ich schon mal stehen bleiben, ohne dass ich irgendwo in ein Creeperloch oder was auch immer fliege. Also es geht weiter. Das Gravel, das gefällt mir überhaupt nicht. Hab mich gerettet, aber wie soll es jetzt da weitergehen? Da geht's doch noch lang. Aber wie? Bald ich runterfliege, da rein. Okay, das habe ich geschafft. Falle ausweichen, die ist gar nicht so einfach. Ich weiß aber nicht, ob man den Sprung schaffen kann. Vor allem jedes Mal in die Creeper-Falle fliegen. Ich gehe jetzt mal zu dem Prismarin-Tempel. Vielleicht habe ich da mehr Glück. Also getrollt wurde ich jetzt da einmal, aber ich glaube hier wird mich gleich auch noch was erwischen. Es geht da in ein tiefes Loch. Ne, da möchte ich eigentlich nicht rein, aber hier unten passiert noch nicht mal was. So, da ist schon mal ein ganz normaler Zombie. Also Dias. Okay, baue ich nicht mehr ab. Da kommen ganz viele Pfeile. Oh, wie soll ich da denn jetzt drüber? Ganz schnell vielleicht weiter, so dass die mich nicht treffen. Ich gehe jetzt nochmal den Tempel runter, so da im Wald. Nämlich habe ich nochmal eine andere Seite gehabt. Und bei der letzten Map war es so. So, okay, der Raum ist verschlossen mit Wasser, mit voller Wasser. Und hier ist nochmal eine schöne Lavafalle. Nämlich war ich hier noch nicht. So bei dem Raum vielleicht für die Höhle zum Prismarin-Tempel. Weil unterirdisch könnte ich es mir so circa vorstellen, dass es klappt. Da ist ein Dia. Okay, da ist schon eine Falle ausgelöst worden. War ich hier schon? Einfach so ein paar Creeper, die immer mehr spawnen. Okay, da geht's lang. Da ist ein Dia. Und ich glaube, ich bin tatsächlich jetzt hinter dem... Oh nein. Wieder raus hier. Hinter dem Tempel. Hinter dem Prismarin-Tempel. Aber soll ich den jetzt wirklich abbauen? Es war so klar, dass es explodiert. Aber wo ist hier einer versteckt? Hier muss es was geben. Da ist nochmal ein Dia. Moment. Oh. Der Dia bewegt sich. Wie crazy ist das jetzt? Der hätet mich einfach an. Der Dia schlägt mich. Also, ich habe jetzt an jeden Troll gedacht, aber nicht an so einen. Oh nein. Komm, ich glaube hier, wenn der Dia schon nichts ist, ich glaube, das ist, dann ist es kein Dia mehr, Leute. Also, das war bisher echt der coolste Troll. Ich würde sagen, es gibt hier wirklich noch so viel zu entdecken, also eher gesagt auch noch insgesamt 4 Dias. 6 Stück habe ich immerhin gefunden. Falls ihr Bock auf einen zweiten Teil habt oder allgemein weitere solche coolen Troll-Fallen-Maps, dann lasst gerne mal ein Like da und falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr es auch mal jetzt gerne machen. Würde mich freuen, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ansonsten checkt alle anderen Links in der Videobeschreibung ab, wie Instagram, Snapchat, da könnt ihr mir auch gerne folgen. Und wir sehen uns morgen wieder beim neuen Video. Haut rein und ciao!